Eins, zwei und live gehen. Okay, ich mache noch ein bisschen Technik. Samin, magst du anfangen? Ja, gerne. Jetzt? Ja, sind schon live, ja. Hallo, guten Abend, liebe Community. Herzlich willkommen, alle, die jetzt zugeschaltet haben. Ich freue mich auf den Abend, bin aber auch aufgeregt. Das gehört auch dazu. Da klopft mein Herz schon jetzt bestimmt eine Stunde, ein bisschen schneller. Weil immer, wenn ich mit Chi zusammenarbeite oder wir zusammenwirken, so große Dinge passieren. Und wir haben uns vor, ich schätze jetzt mal so 30 Jahren ungefähr, kennengelernt, haben uns sofort ineinander verliebt, auf einer ganz anderen Ebene, haben uns nie mehr aus den Augen verloren und hatten immer sehr fruchtbare gemeinsame Arbeiten. Ich habe sehr, sehr viel von Cheat gelernt und bin ihm unendlich dankbar. Ja, heute, ich lebe in Deutschland, schon immer in Biblis, ein Dorf in der Nähe von Mannheim. Und ich habe ein kleines Institut, in dem ich einmal die Woche mit Menschen meditiere, auch schon seit fast 30 Jahren. Und bin einfach so normal im Alltag unterwegs und versuche da, so gut es geht, zu wirken, ja, Leuchtturm zu sein, gute Vibrations zu verbreiten und immer wieder Dinge zu hinterfragen, zu erneuern, ja. Ja, so viel zu mir. Ich gebe gern weiter. Regina ist im Bild. Ja, mein Name ist Regina Köhler. Ja, ich bin auch aufgeregt, wer weiß wie, ja. Und ich frage mich, ja, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Letztendlich ist das teilweise ganz normale Arbeit. Mich mit dem Hund einlassen und den Hund spirituell zu erziehen, ja, was gar nicht so einfach ist. Und ansonsten, ja, betreue ich auch immer wieder mal Enkelkinder. Insgesamt 5 sind es. Und den Garten, den ich gerne weiter anlege. Ja, ich war Lehrerin, ich bin jetzt im Spessart seit 40 Jahren, 44 Jahren. Und verbringe jetzt praktisch meinen Lebensabend hier. Das heißt, es ist kein Lebensabend, sondern es ist ein Neustart. Also ich muss mindestens die nächsten 40 Jahre planen, ja, was ich da alles machen möchte. Also und damit beginne ich jetzt schon seit 1-2 Jahren, lebe meine Spiritualität in jedem Augenblick und das heißt, ich werde immer bewusster und habe auch einen Kreis, mit dem ich viel telefoniere, mit manchen täglich, sodass wir da also auch immer wieder neue Räume erschließen. Gechannelt, ja, Channel mache ich auch, eben mich selbst, beziehungsweise mein höheres Selbst, meine Seele oder mein göttliches Selbst. Ja, und es geht aber auch mit anderen. Ab und zu habe ich sogar mal Angela Merkel gechannelt. Ja, ja. Also da ist sie mir unwahrscheinlich sympathisch, muss ich sagen. Wenn ich auch mit der Politik überhaupt nicht konform gehe, ja. Aber da als
ja, als Seele, als da ist sie klasse. Ja, da kann ich nichts gegen sie sagen. Schön. So sieht man, wir sind wirklich in die neue Jugend, ja. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ich komme mir auch immer jünger vor. So ist es nicht. Ich bin jetzt sogar so einen Felsen runtergehüpft. Ich bin ganz stolz. Wow, was für ein Abend. Kara, magst du? Ja, ich kenne den Cheat von Dr. Klinghardt, der hat da Bilder gemalt im Zentrum von Freiburg und jetzt habe ich ihn hier quasi wiederentdeckt und habe Kontakt aufgenommen und irgendwie bin ich ja intrigued, heißt das auf Englisch, also fasziniert und neugierig und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worum es mir geht heute Abend, aber irgendwie habe ich da sein und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und zu meiner Lebenssituation ist es so, ich hatte vor mittlerweile 5 Jahren einen schweren Unfall mit dem Gleitschirm, habe mir den Fuß verletzt und war dann erstmal 3 Jahre auf dem Bett und ich versuche mich jetzt wieder so im Leben neu zu orientieren und ja, diese Orientierungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Genau. So, da haben wir die Teenie-Gruppe jetzt. Voller Forschungsdrang und Lebenslust. Dankeschön. Ich bin so geehrt von eurer Präsenz. Ne? Das ist richtig. Überrascht. Ich bin auch immer aufgeregt, ne? Aber für mich ist das Leben immer so. Ne? Und im Vertrauen in das Leben habe ich und freue mich immer auf das, was wir erschaffen gerade. Wir haben schon etwas erschaffen, schon durch Blicke, Worte, Präsenz, schon entsteht etwas. Ne? Okay. Wie gesagt, alles, was ich tue oder sage, sind immer Erfahrungen, die, so wie ich heute Abend, Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Tier gelernt, von Samin gelernt, von allen Menschen, mit denen ich einfach auch wirke. Deswegen, es ist immer ein Erfahrungsaustausch. Und da habe ich gedacht, jetzt Mensch, eigentlich in dieser Jetztzeit, diese Wertschätzungsarbeit, was wir jahrelang gemacht haben, in Italien, Schweiz, Frankreich und so weiter, das nochmal, besonders für diese Zeit, nochmal eine Forschung zu machen, Neues auszusenden und Neues einfach auch zu entwickeln. Und sobald ich das entschieden habe, habe ich schon große Erkenntnisse bekommen. Ne? Und zwar eben Wertschätzung, so meine, ein bisschen mein Gefühl oder meine Definition, so wie der Film Das Leben von Celestine. Wenn wir irgendjemand schauen, wenn wir Kara schauen oder Samin oder Regina, wir können einfach gleich in deren Lichtkörper schauen, wir können gleich diese höhere Seele sehen. Wenn wir in der Natur sind, können wir auch gleich die Schwingung, die immense Intelligenz der Pflanzen sehen. Wenn wir essen, können wir gleich die Konsistenz, das Wesen des Essens, die Botschaften des Essens sehen. So, Wertschätzung ist einfach, schaue die Realität auf diese Ebenen, und lebe mit der Realität, denn was wir denken, ist eine Sache, was wir wissen, aber die Realität ist immer erleuchtet, ne? Ist immer Licht und ist immer Freude. Ne? Und eben, das würde ich gerne, dass wir das zusammen, jeder, der dazu möchte, entwickeln, eben diese über
über den Rand schauen, über die Grenze schauen, im Bereich, also Wertschätzung, im Bereich Gesundheit, im Bereich Pädagogik, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Politik, im Bereich, weil es gibt immer, die Seelen sind immer schön, ne? Hast du, Regina, schön gesagt, ne? Im Bereich Kunst, Beziehung, Wissenschaft, Familie, Arbeit, Dienstleistungen, ein Kellner, der seine Kunden einfach schon in deren Licht sieht, deren Wünsche liest, ne? Wohnung und Umfeld, Ahnen, so einfach nochmal so eine große Welle zu erzeugen, wo wir uns helfen untereinander, gute Ideen bekommen und von jeder gegenüber, Gottesbild ist jeder gegenüber, würde jetzt Klaus sagen, oder nee, sage ich. einfach, das, ja, weil jetzt ist Zeit, ne, für das, was jetzt in der Welt ist, es ist das für mich auch die große Herausforderung. Und gestern habe ich das noch ein bisschen, diesen ersten Schritt schon erfahren, also ich teile immer mit, was ich in Resonanzfelder, in Seelenfelder erfahre, haben wir schon einen ersten Schritt gemacht und das würde ich gerne dann erstmal mitteilen. Ne? Okay. Und zwar das Thema ist, als wir davor gesprochen haben, wurde das Thema schon gesagt. Ne? Und zwar, wenn es um Gesundheit und Körper geht, dass jeder von uns Fähigkeiten hat, Potenziale hat, die nicht jetzt nur entwickelt worden sind, nicht nur vom eigenen Familiensystem entwickelt worden sind, sondern von Tausende von Seelen, von Tausende von Inkarnationen in Millionen von Jahren. Und deswegen war für mich der Satz von Regina am Anfang und von Samin, ne, dass wir, so dieser erste Schritt für alles, was in Millionen von Jahren entwickelt wurde, was jetzt sich in unser Körper manifestiert, diese spezifische individuelle Potenziale, diese Sachen einfach zu erkennen, zu sehen und die Dankbarkeit dann, also das Gebet der Dankbarkeit für alles, was ich bekommen habe, was ich jetzt bin und dass dieser Gebet kann oder wird dann uns eine neue Katapulte geben. Ne? Und zwar eben, wenn ich jetzt, es ist immer gut, gleich Beispiele zu machen. Darf ich? Ja. Und dann, okay. Zum Beispiel, Samin, was ist dein, das, was du sagst, was du glaubst, deine größte Kraft? Ne? Oder deine individuelle größte Kraft, weil jeder ist anders. Mein Gegenüber zu beschenken. Okay. Diese deine Kraft, dein Gegenüber zu beschenken, ne? Mhm. Hast du nicht in diesem Leben, so sehe ich das oder ist meine Erfahrung, sondern hast du in irgendwelche Situationen, hat sich das entwickelt, wo vielleicht ein Dorf gewesen ist, wo die Leute als Kult, als Spiel, als Religion einfach sich immer einmal die Woche etwas beschenkt haben. Ne? Mhm. So. Das sehe ich jetzt, ist nur ein kleines Beispiel. Ne? Das heißt, in all diese Situationen, wo die geschehen sind, wo niemand darüber gesprochen hat, wo keine Zeitung, kein Fernseher gesprochen hat, in diese kleinen Situationen sind oft Potenziale entstanden, die wir dann übernommen haben, sich in unser Körper gespeichert haben und wo wir einfach sagen können, diese
Kraft, die ich habe, Menschen, die mir gegenüber sind, zu beschenken, ist in tausende von Jahren entstanden. Und ich bin dankbar für alles, für alle Wesen, die dieses Potenzial entwickelt haben. Ne? So. Und das heißt eben, den Impuls, den ich jetzt weitergebe, ist einfach in uns diese individuellen Potenziale zu erkennen und zu fühlen, wann sie entstanden sind. Oft manchmal in 5, 6, 7 Situationen, aber es hat immer irgendwann auch begonnen. Und ein Ritus der Dankbarkeit für all diese vielleicht unwesentliche Situationen. Ne? Mhm. Das war für mich, was ich jetzt gelernt habe und gerne dann einfach auch mitteile. Und eben aus der Sicht, dass der Selbstwert für jeden anders ist und jeder durch die Geschichte, durch Jahrmillionen von Jahren beschenkt worden ist von Leuten, Situationen, Städte, Tiere, Natur. Und das, was wir jetzt sind, ist immer das Resultat dieses Beschenktwerden. Ne? Das ist das ist für mich den Impuls, den ich jetzt einfach auch gebe. Bitteschön. Dankeschön. Also wenn ich kurz was dazu sagen darf, ich bin, ich war sofort in einer großen Resonanz, habe mich gesehen in einem vergangenen Leben, wo das wirklich ein Ritual war, dass man beschenkt hat, auch energetisch Geschenke gemacht hat und dass dadurch immer Überfluss da war. Alle waren im Überfluss. Und ich habe aber auch gesehen, und ich wurde gerade jetzt in letzter Zeit ganz dolle beschenkt. Ich habe von allen Seiten Geschenke bekommen, mit denen ich nie gerechnet hatte. Und erkenne jetzt aber auch, dass ich das verloren hatte und wohl auch nicht genug in der Dankbarkeit war und es jetzt gerade erkenne, wow, jetzt kann ich es wieder aus dem Vollen schöpfen und das wieder geben. Vielen Dank. Wow, ich bin ganz, ganz tief berührt. Dankeschön. Und danke, dass eben das, entschuldige, das wollte ich noch sagen, dass in dem Moment, wo ich Jeet erkenne, dass alles, was ich jetzt tue, die Dankbarkeit ausspreche oder die Wertschätzung an diese Zehntausende von Jahren, wo das, was ich tue, sich entwickelt hat, dann wird mir das noch bewusst und verstärkt sich das Ganze. Ne? So die Wertschätzung für alles, was ich jetzt bin, was mein Potenzial ausmacht, aus der Vergangenheit. Ja, ich überlege die ganze Zeit schon, wo ist denn da mein Potenzial? Und ich glaube, das größte Potenzial ist meine Kommunikation, die Fähigkeit zu kommunizieren. Letztendlich auch mit der geistigen Welt, mit meinem Körper. Das klappt also auch mit den Pflanzen, den Tieren. Ja, nur eine kleine Geschichte. Die Schnecken haben immer meine ganzen Pflanzen weggefressen. Ja, und das hat mir also nicht besonders behagt. Also was konnte ich tun? Ich konnte natürlich Fallen aufstellen und alles Mögliche, aber das habe ich nicht gemacht.
Ich habe mit dem Schneckenkönig gesprochen, ja, und mit den Schnecken und habe gesagt, passt mal auf, das ist nicht eure Aufgabe, hier meine Sachen, die ich pflanze, abzuessen. Ihr habt hier massenhaft Sachen, die ihr verstoffwechseln könnt. Ja, ihr habt wieder Dünger zu produzieren, gute Erde. Das ist eure Aufgabe. Und ich bitte euch jetzt, eure Aufgabe zu übernehmen. Ihr habt genügend Wurzelreste, Pflanzenreste und alles Mögliche. Von meinen Pflanzen bleibt ihr fern. Und das hat geklappt. Schön. Ja? Also, ja, das macht einfach Freude. Genauso mit den Zecken habe ich auch gesprochen. Ja? Und ja, auf diese Art und Weise brauche ich nichts mehr zu zerdrücken oder sonst was, ja, oder zu töten, sondern es ist eine liebevolle Kommunikation. Ich akzeptiere sie, dass sie da sind. Ja, aber ich sehe auch die Aufgabe, die sie in dem Gesamten haben. Und dann mache ich sie wieder darauf aufmerksam. Und wann glaubst du, wann ist das entstanden oder was hat das du beigetragen? Ich habe gleich vorhin ein Bild bekommen in Griechenland, in diese Kreise der Weisen oder in diese Community, dass diese Kommunikation so gut geübt wurde, wie echte Kommunikation aussieht und eben den Impuls einfach, was ich jetzt, wenn ich darf, sehe, einfach die Dankbarkeit, dass deine Kommunikation ganz, deine Kommunikationsfähigkeit ganz viele, viele Seelen und Wesenheiten der Natur und Menschen das entwickelt haben und dass diese Dankbarkeit lässt noch die Kompetenz dann einfach auch noch stärken. Ne? Also danke, das ist sehr. Jetzt die Einladung, ne? Dass wir das erfahren, ja. Und dann gucken, wie das einfach dann funktioniert. Ne? Wir haben nächste Woche, den ganzen Tag gehen wir in die Natur und quatschen und nehmen wahr Naturwesen, Pflanzen und so weiter und so weiter. Ne? Das ist spannend. Da bin ich sehr... Ja. Ja. Ja, also ich sitze oft in dem Garten. Ja, also dann habe ich das aus Griechenland. Ich hätte es noch weiter vordatiert. Ja, das aber sind jetzt Beispiele, ne? Das sind jetzt Impulse. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber ich spüre, denn ich habe immer diesen Zug nach Griechenland gehabt. Ja. Also von daher... denke ich, ja, oh, da kommt jetzt so viel Glücksgefühl, ja, wo wir davon sprechen, da ist jetzt wieder so eine Erinnerung hochgekommen, ja, es geht nochmal ein Schmerz aus meiner rechten Schulter raus, hinten, ja, das ist aber auch der Gallepunkt und ja, und das Glücksgefühl kann jetzt kommen, ja, das geht durch den ganzen Körper. Ja, das ist so eine schöne Erinnerung. Herrlich. Danke, Jade. Gerne. Also einfach so diese Bilder, ne? Einfach, dass diese Leute ganz einfach gesagt haben, so wie die Teenies, so wie wir, einfach wir spielen jetzt, wir üben, wir entwickeln das. Und das sind für mich die Helden der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, die einfach erschaffen, sich zusammentun und Neues erschaffen, ne? Und etwas tun, was dann für die Ewigkeit, unabhängig, ob das geschrieben ist, in ein Geschichtsbuch oder Philosophiebuch, die Realität schreibt sich in jeder nennt es anders, Akasha-Chronik oder DNA. Oder DNA oder genetischen DNA. Code, jeder nennt es anders und das Vertrauen
dass wir wirklich alles lesen können, dass alles, was wir tun, wenn es wesentlich ist, immer geschrieben wird und weitergegeben wird, auch wenn es uns unwichtig ist. Ne? Aber jeder Mensch, der dazu beiträgt, Bewusstsein zu entwickeln, immer für die Ewigkeit ist, weil jeder Zugang und die Seelen, so wie zum Beispiel eben jetzt Regina fühlt, ah, das ist gut, dieser Geschenk ist gut, den nehme ich. Ne? Und eben die Einladung immer, so wie du gesagt hast, ja, diese Erinnerung an diese Licht, was damals war, diese Begeisterung, was damals war, überkommt mir nochmal. Natürlich waren viele andere Situationen, die dazu beigetragen haben, aber das sind einfach immer Lichtblicke. Ne? Ja. Schön. Kann ich noch was ergänzen, Cheat? Bitte. Also, was ich dann wahrgenommen habe, ist, dass du daraus ein Potenzial entwickelt hast, die Menschen durch die Kommunikation und durch dich können sie es auch annehmen, zu erinnern, warum sie gekommen sind. Ja. Also nicht nur die Menschen, sondern alle Wesen, alles kannst du erinnern. Hallo, das war doch eigentlich deine Aufgabe. Mhm. Sehr schön. Ja, ich möchte, also das ist mein innigster Wunsch, dass ich den göttlichen Funken in dem anderen entfache, mhm. Ja, damit er sich wieder erinnert, ja. Und mitmacht, ja. Ja, und einfach im Bewusstsein wieder höher geht. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ach, ja. Danke, Samin, dass du das so schön gesagt hast. Danke. Bitte, bitte. Und danke dir auch, Cete, dass du mich dahin geführt hast. Und ich spüre, wie das jetzt sich nochmal so ausweitet. Ja? Ja, ich meine, man braucht sich nur zu treffen, weil ich habe dich nicht hingeführt, sondern du hast es mir gesagt, ich habe es nur wiederholt. Ne? Das ist wirklich ein göttliches Leben, wenn man ja diese Intuition zu reinigen und einfach, was die Seele suggeriert, dann als Spiegel dann als Spiegel zu dienen. Ne? Ja. Ich habe dazu mal eine Frage, das ist quasi mein Impuls, darf ich das auch anbringen, oder? Also meine Frage ist, ob diese Fähigkeit, die du da hast, ob du die auch anderen zur Verfügung stellen kannst, also entweder das für sie machen oder ihnen das auch beibringen. Ich könnte es. Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das wohl nicht dran. Ich habe zwar mal eine Praxis gehabt, aber meine Heilungspraxis ist also immer nur kurze Zeit gelaufen und dann waren wieder andere Sachen dran. Ich habe das dann auch gelehrt in der Schule, in der Meditation, weil ich eben auch Fantasiereisen und so etwas hatte. Und da habe ich die Schüler also dahin geführt, diese Sensibilität für den anderen auch zu bekommen und für sich selbst. Ja, und das hat mir enorm viel Spaß gemacht und das würde ich auch gerne wieder machen. Das ist also etwas, was ich wirklich enorm geliebt habe. Ja, weil das aber ist das liegt meine Idee, dass es eigentlich so, dass es da weitergeht oder dass es vielleicht ein nächster Schritt sein könnte oder sowas. Ja, ich habe nur wieder, weißt du, meine Befürchtung, komme ich da wieder in so ein Raster, dass ich wieder eingespannt bin in einen Zeitplan. Jetzt bin ich so Freifrau und zu, ja? Ne? Ja, und... ich war ja mein ganzes Leben lang in ein Zeitgefüge eingeplant. Ja? Und jetzt kann ich eben mit meiner Zeit verschwenderisch umgehen. Das ist natürlich auch wunderbar. Aber ich möchte schon eine Gruppe mal wieder aufbauen. Muss ich wirklich sagen. Ich könnte mir vorstellen, du hast ja eine konkrete Vorstellung davon, was du da willst und was du nicht willst, dass wenn du darum bittest, dass die geistige Welt oder die geistige Führung so das so machen kann, dass es kein Widerspruch ist, dass das
sich vereinbaren lässt. Ja. Ja, da kommt jetzt sehr viel. Ja. Hat man zwischendurch die Stimme nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, da kommt jetzt ganz viel Freude, wo du das sagst. Ah, okay. Ja? Ist er das? Einen Augenblick mal wieder. Ja, okay. Meine Enkelin kam gerade. Okay. Ja, das ist völlig stimmig. Und das kann ich tun. Ja, dass das jetzt ja, ins Gleichgewicht kommt. Mhm. Ja. Ich hätte da noch ein Geschenk. Bitte? Ich hätte da noch ein Geschenk für dich. Oh! Oh! Also, du kannst es gar nicht tun. Du tust es immer, ständig. Wo immer du bist, passiert es. Also, ob du jetzt das professionell, sage ich jetzt mal, um noch was zu verdienen oder so, in einem Kurs machst, du machst es einfach. Und jede Wesenheit, die dir begegnet, partizipiert davon. Das stimmt. Ja. Ah, genau. Ja. Aber eben, egal, wo ich bin. Ja, genau. Aber ja. Genial, so die Art, wie Cara die Frage gestellt hat. Habe ich jetzt verstanden, was ich gesagt habe. Ne? Weil ich mache mir oft, denke ich, Mensch, ich sollte ein bisschen was machen, was ist mit meinen Erfahrungen, ich möchte, dass sie weitergegeben werden, aber so wie die Cara, wie du gefragt hast, habe ich verstanden, naja, so wie wir am Anfang das erzählt haben, egal ob wir das unterrichten oder nicht, was wir erfahren, wird immer weitergegeben, wenn es essentiell ist, wenn es nicht intellektuell ist. Ne? Und, aber eben, das macht mich die Freude, dass wir jetzt hier sind, weil jetzt erschaffen wir auch etwas, ne? Durch diesen Austausch, erweitern wir einfach auch den Raum. Ne? Ja. Und Karin, magst du? Ja, also ich glaube, bei mir ist es vor allem, ich nenne es jetzt erstmal Furchtlosigkeit oder ich habe so einen Spitznamen, der ist Pionier der Pioniere. Ich habe einfach gerne Sachen hinterfrage oder Neuland einnehme und ich glaube, das ist viel was von meiner Essenz, was meine Essenz auch ausmacht. Ja. Wow. Wow. Naja, wenn ich da höre, dass du dich so in hohe Lüfte begibst, ja, und also das würde ich mich nicht trauen, ja, das finde ich einfach großartig, ich gucke gerne zu, ja, aber da hochgehen würde ich nie. Ja, Cheat kann ich? Cheat? Was? Ich möchte gerne was dazu sagen. Ja, gerne, ja. Ich prüfe immer, ob das Audio gut ist. Nein, Entschuldigung. Ja. Ja. Liebe Cara, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Menschen in Angst gehen, ist es ja was Wundervolles, wenn du das weitergeben kannst und uns hilfst, Furcht zu verlieren. Wow. Ja. Das fühlt sich so mächtig an, aber so liebevoll mächtig und so, das wird uns, ja, das dient der ganzen Menschheit, diese Energie. Oh, danke schön. Ja, ich nehme gleich mal ein bisschen davon. Ja, gib uns ein bisschen. Ja, ich kann das auch brauchen. Ja, ich kann euch schon was dazu sagen, aber... Jit hat ja neulich so den Impuls gehabt, so etwas zu machen über Angst. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Thema, das langweilt mich eigentlich. Und dann habe ich aber verstanden, also eine Sache, die ich so beobachtet habe, ich war mal auf einem Campung, dann waren Leute im Zelt und dann gab es ein Gewitter. Und dann haben sie alle erzählt, aber was passiert, wenn jetzt der Blitzball uns einschlägt und so. Und ich glaube, so ist es ganz viel mit der Angst, dass viele Menschen sich irgendwelche Sachen in ihrem Kopf ausmalen, die mit der Realität herzlich wenig zu tun haben, beziehungsweise wenn man rational mal guckt, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass diese Sachen eintreten,
dann sind die oft verschwindend gering. Und also jetzt gerade beim Fliegen, natürlich hat es Risiken und ich habe mich ja auch verletzt, aber ich bereue das kein bisschen. Und also ich glaube halt, wenn man leben will, also mein Vater hat immer gesagt, das Leben ist lebensgefährlich, dass man halt einfach, also es gibt auch den Spruch, no risk, no fun irgendwie, ja, also, und was mir auch noch sehr geholfen hat, es gibt ja der Autor von dem kleinen Prinzen, der Antoine de Saint-Exupéry, der war Pilot und ist geflogen in, über der Wüste in Afrika. Und der hat ein Kapitel geschrieben über die Angst, was mich auch sehr berührt hat. Er hat gesagt, vorher Angst haben macht eigentlich keinen Sinn, weil dann ist noch gar nichts passiert. Mittendrin Angst haben ist eigentlich Unsinn, weil da muss man sich konzentrieren, das Problem zu lösen. Und hinterher Angst zu haben, macht auch keinen Sinn, weil dann ist es schon vorbei. Das ist klasse. Ja. Mhm. Ja, das muss ich mir merken. Ja. Aber trotzdem würde ich nicht ins Flugzeug steigen und runterspringen. Ja, aber also mich haben ja oft beim Startplatz Leute angesprochen und haben gesagt, ach, sie sind aber mutig. Und dann habe ich oft gesagt, naja, also ich finde eben, im Leben mutig zu sein, also ehrlich zu sein und Sachen anzusprechen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Lidl bin und keine Maske tragen will und dem sage, das ist einfach giftig, was wir da einatmen und es sind schon Kinder gestorben, dann finde ich das auch mutig. Und eigentlich finde ich das den Mut, den wir brauchen im Leben. Also wir sollten das nicht irgendwie so irgendwo da weit weg ansiedeln, sondern es gibt im Leben auch immer Dinge, also sich zu zeigen zum Beispiel und sich verletzlich zu machen, das ist immer mutig. Das hast du sehr schön gesagt. Wow. Ja, also natürlich, das, was für dich ganz leicht ist, ist langweilig, aber das ist oft ein Gedanke, dass wenn man was ganz gut kann, die Dankbarkeit, dass du das gut kannst, wo ist das hergekommen, diese Furchtlosigkeit und die Dankbarkeit und das weiterzugeben, weil was du nicht kannst, ist ein bisschen nicht immer so richtig, das weiterzugeben. Ne? Und das heißt, diese Freude, weil das ist das absolute Thema, ne? Eben diese Dankbarkeit, wo du das herbekommen hast und diese Freude, das weiterzugeben, weil dir kostet das nichts, für dich geht es so und du spürst, und du lernst auch, während du das machst, was bei den Leuten passiert und das weiterzugeben ist die Dankbarkeit für diese unglaubliche Energie, die ich auch gerne hätte, ne? Weiterzugeben, ne? Also da Furchtlosigkeit, da können wir schon was machen. Würde ich gerne was machen. Ne? Ja gut, ich bin jetzt so ein bisschen auf Dieter Lange gestoßen. Das ist so ein Persönlichkeitscoach, der ist 51er Baujahr und ist voller Weisheiten. Und er hat gesagt, das Wichtigste, was viele Menschen nicht wissen, ist die Frage, auf welche Frage bist du die Antwort? Und da habe ich eben drüber nachgedacht die letzten zwei Tage und habe gedacht, eigentlich bin ich eben die Antwort auf diese Frage, dass ich meine Essenz ist eben eigentlich Furchtlosigkeit. Also mein Problem ist umgekehrt, dass ich eigentlich zu wenig Angst habe und das ist auch der Grund, warum ich den Unfall eben hatte, weil ich hätte da einfach noch, also ich habe mittlerweile verstanden, dass die Angst auch einen Wert hat und dass die Angst wichtig ist. Und dass sie uns achtsam macht und dass wir in Gefahrensituationen wachsam sein sollten, aber eben nicht diese Hirngespinste, die viele Menschen sich im Kopf zusammenreimen, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Ja, ein Impuls, Angst, ich habe Angst. Es ist die... Ja.
Bitte. Ja, auf die Frage. Es war jetzt sehr schlecht zu verstehen, aber ich frage mich, ob die Angst das ist, die wichtig ist, oder ob es einfach nur die Umsicht ist. Die Konzentration auf die Sicherheit auch, auf die Umsicht. Konzentration auf die Umsicht. Das ist eine mögliche Differenzierung dieses Wortes. Möglicherweise ist es einfach hilfreich, diese Unterscheidung tatsächlich zu machen, um zu sagen, in der Form ist es hilfreich, also so wie du es gerade formuliert hast und dieses, was ich jetzt Hirngespinste nenne, was viele Menschen stoppt, das dient uns nicht, ja. Ja, ja. Die Verbindung ist im Augenblick ein bisschen schlecht. Ja, eben diese Unterscheidung, ne, wenn eine Angst... Ich habe jetzt gerade ein Standbild. Okay. Aber wir hören dich, die Unterscheidung, wenn die Angst... Wenn ich Angst, oh, ich habe jetzt Angst, etwas zu sagen. Aha, wenn ich was sage, bin ich mächtig. Ne? So, die Angst als Botschaft, dass ich etwas Gutes kann, als Impuls, als Achtung, da ist eine gute Kraft dahinter. Aber wenn man gefangen bleibt oder wenn es mental ist, dann ist die Furchtlosigkeit dann richtig. Ne? Also einfach... eben bei Angst als Impuls in der Dualität ist nützlich. Ne? Und ja. Wenn man aber die Dualität überwinden will, dann sagt man so, jetzt alle Situationen, mit denen ich mich konfrontiere, nehme ich gleich die Herausforderung an und springe. Ne? So würde ich das einfach auch verstehen. Ne? Aber ja. Eben, wenn die Angst da ist, dann ist die Angst vor einem Potenzial. Die Angst, ich könnte was Gutes, ich könnte hochspringen, ich habe Angst hochzuspringen. Ja, dann kann ich hochspringen. Da, wo ich Angst habe, ist auch ein Potenzial. Aber da passe ich auf und mache meine Übungen. Aber die Überwindung der Dualität ist es schon die Furchtlosigkeit, dass ich langsam die Angst akzeptiere, transformiere, nicht mental, und dann eben mich so trainiere, dass immer, wenn Herausforderungen kommen, gleich zu springen, ne? Gleich die Herausforderung anzunehmen, ohne dass die Angst erstmal klopft. Also man kann es vielleicht auch so sagen, wenn die Angst mich hat, also mich dominiert, dann ist es ein Problem. Wenn es mir gelingt, einen Schritt davon wegzumachen und mir die Angst anzugucken und zu sagen, dient mir das jetzt? Also ist es jetzt eine Warnung, um achtsamer zu sein, oder ist es etwas, was mich behindert und blockiert und was mir nicht gut tut, dann kann ich andere, bessere Entscheidungen treffen, als wenn ich komplett identifiziert bin mit der Angst. Ja, ich habe ein schönes Bild für dich, Cara. Ja. Und zwar habe ich gesehen, als du gesprochen hast, das ist noch tief, es geht noch weiter über die Angst hinaus. Also ich habe dich gesehen, wie du ein Volk aus einem Elend herausgeführt hast und du hattest sehr wohl Angst dabei, aber diese Angst hast du überwunden und gesehen, was jetzt wichtig ist. Und du hast die Menschen in die Freiheit geführt. Ja. Also für mich ist halt Mut immer im Angesicht von Angst. Das ja. Gehört zusammen. Also ich habe auch ein Bild bekommen, wo das entstanden ist. Ne? Oder ja. Auch ein ergänzendes Bild. Und zwar, es war eine Gruppe von Bäumen. Das sind diese Sequoia. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese Riesenbäume. Ne? Ach ja, die, alles klar. Mammut? Ja, genau, Mammut. Ja. Ich glaube, ja, okay. Gut, auf jeden Fall Riesenbäume, die einfach entschieden haben, eine Kommunikation so zu gestalten, die haben irgendwie gespielt, dass sie die Wurzel ein bisschen ausgeschaltet haben, um diese Angst zu spüren, wenn die Kommunikation der Wurzel untereinander fehlt, was da geschieht. Irgend sowas, ne?
dass sie dann diese tiefe Vertrauen so entwickelt haben, dass auch wenn die Wurzeln nicht kommunizieren wurden, dass sie trotzdem gut aufgehoben sind. Ne? Dieses Bild habe ich als ein Urbild, wo diese Furchtlosigkeit dann auch entstanden ist. Ne? Mal jeder wurde vielleicht ein anderes Bild bekommen, weil das ist schon ein sehr, sehr altes Bild, ne? So wie ich das wahrnehme, irgendwie Dinosaurierzeit oder irgend sowas, ne? Dass diese Bäume diese Leistung vollbracht haben. Ne? Ja. Ja, ist interessant. Ich werde es auf mich wirken lassen. Ich muss jetzt schmunzeln, weil das ist eine Angst, die ich habe, die total irrational ist, dass wenn so Meditationen sind, wo man so Wurzeln in die Erde schicken soll, das mag ich immer nicht. Da will ich immer lieber frei bleiben und weglaufen können. Also das ist jetzt sehr witzig, dass du das jetzt so gesagt hast. Aha. Ich werde es jetzt zwar auf mich wirken lassen, aber gucken, vielleicht kommt da noch was hinterher. Ja, ja, das ist eben diese urtiefes Vertrauen, dass wir auch ohne Wurzel aufgehoben sind. Ne? Das haben uns diese Bäume irgendwie experimentiert und eben vielleicht die Dankbarkeit an die Situation, wo Samin gesagt hat, an diese Bäume oder andere Situationen, die einfach in Sinn kommen oder die man fühlt, ja. Die Dankbarkeit lässt einfach neue Antworten kommen. Ne? Ja, zu Samir möchte ich noch was sagen zu dem Bild. Ich habe jetzt etwas gezögert, weil ich habe schon innere Bilder auch, wo ich große Menschenmassen inspiriere. Ich bringe das allerdings mit meiner Zukunft in diesem Leben zusammen und ich habe auch solche Bilder gemalt und auch von anderen bekommen. Und das finde ich immer interessant und spannend, ob das stimmt so. Umsetzen wird oder ob es das tatsächlich schon mal in der Vergangenheit gegeben hat. Aber ich habe auch eine ganz starke Affinität zu der Jungfrau von Orléans. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, von der Joan d'Arc. Oh, wow, und wow. Wenn ich diese Geschichte sehe, dann denke ich immer, so bin ich irgendwie. Okay. Yeah. Also es ist ein Teil meiner Essenz. So. Also ich gehe da ganz stark in Resonanz damit, ja. Also sie hat ja diesen Auftrag von Gott und sie setzt sich da über alles hinweg. Also sie sagt, also da dürfen ja nur die Männer ein Heer anleiten und dann zieht sie Männerklamotten an und dann führt sie dieses Heer an und ist total überzeugt, was Gott zu ihr geredet hat. Also ich war auch mal 14 Jahre wiedergeborener Christ und habe dann auch gepredigt und habe dann auch mit Gott gesprochen und dann haben die immer gesagt, wie, Gott redet mit dir und dann haben sie die Kirche nach mir benannt und so weiter. Also, ja, das hat es auch schon gegeben. Okay. Hm. Ja. Eben nochmal vielleicht, wie das entstanden ist heute, also jeder trägt dazu bei, in dem Vorgespräch eben, dass wir vielleicht einfach mich zu erinnern, die für das, was wir sind, für das, was wir entwickelt haben, für die Kraft und die Potenziale, die wir jetzt haben, die Dankbarkeit für alle, die das mitentwickelt haben, das Gebet der Dankbarkeit, sich vielleicht diese Geschichten wie Joan d'Arc und anderen einfach auch nochmal dankbar zu sein an all diese Wesen, die bekannt oder unbekannt, ob sie im Fernsehen kamen oder in der Zeitung oder nicht, besonders diese stille Helden, die vielleicht jetzt, wenn sie Dankbarkeit bekommen, sich einfach freuen, auch wenn die sagen würden, ja, ich mache einfach, ist einfach so gekommen, aber doch Dankbarkeit vermehrt dann diese Energie, ne? Und lässt das einfach nochmal dann hochkommen. Ne? Ja. Wow. Und deswegen das Thema Wertschätzung eben vielleicht nochmal eben beginnt bei sich selbst und die Dankbarkeit für alles, was man ist, beginnt einfach mit der Dankbarkeit für alle, die das weiterentwickelt haben. Und wir wollen das natürlich sehr, wir haben sehr viele Protokolle entwickelt, wir
Das heißt, alle Leute wie jetzt in ganz Europa, dass wir Protokolle, wie man das im Gesundheitswesen, in der Pädagogik, für Ausbildung von Pädagogen, in der Wirtschaft, für Betreuung von Firmen, in der Politik, in der dass eine Ethik auch da entstehen kann, was einige auch haben, glaube ich, in der Kunst, die Visionen in der Kunst, wie wichtig die sind und so weiter. Ne? Natürlich Wertschätzung in der Beziehung, in der Wissenschaft, dass wir einfach sehr viele, wenn wir wertschätzend rangehen, bekommen wir ganz klare Informationen, wie und was wichtig ist. Ne? Und das ist das Projekt oder die Einladung, was auch gekommen ist, die nächste Zeit, in diesem Monat, nächsten Monat so weiterzumachen und dann richtig in die Themen. Ich wurde auch bei diesen Themen, die Furchtlosigkeit, auch als Gebiet annehmen, weil natürlich die größte Angst in der Wertschätzung ist, wenn ich den anderen sehe und wenn ich über die Schwelle schaue und sehe, was für ein Wesen es ist, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich mitspringen mit den anderen. Nochmal tandeln. Ja, wenn ich über die Grenze gesehen habe, dann habe ich mich reingelegt praktisch, weil ich springe auch mit. Und das, was ich sehe, das bin ich irgendwie auch, aber ich bin dann auch herausgefordert, dann das zu machen. Auch wenn ich das Licht in den Pflanzen sehe, die Lebendigkeit, die Wesenheiten der Pflanzen oder Lüfte, dann, und was ist mit meinem Licht? Ach, dann sehe ich auch mein Licht. Und das ist für mich so dieses Abenteuer, was ich gerne dann entwickeln, also mit weiter entwickeln möchte. Und ich weiß, egal wo ich das gemacht habe, in Schulen, Universitäten, Firmen, Gruppen, diese Wertschätzungsarbeit, das wieder zu lernen, innerhalb einer Stunde hat sich oft die ganze Atmosphäre, sogar in einer Lehrerkonferenz, ne, das war richtig, sogar Massagelehrer, wenn die Massage geben, so einfach mit diesen Werkzeugen das erste Mal über die Grenze schauen, hat sich da innerhalb einer Stunde oft energetisch alles, wow, gewendet in eine Begeisterung. Eben, und das ist die Einladung, dass jeder das jetzt, dass wir Neues entwickeln und dass wir das weiterentwickeln. Dann mache ich jetzt auch eine Gruppe und jeder natürlich kann das mitentwickeln. Wir lernen voneinander und eben die meine Einladung ist dann, das gezielt dann in Bereiche, wo für dich wichtig ist, in einem Familiensystem, in einer Firma, egal wo, diese Energien oder diese Protokolle auch reinzubringen. Stelle natürlich alles zur Verfügung, was hunderte von Leuten mitentwickelt haben. Alles getippt, alles, viele Videos auch. Und auf Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Aber nicht in Schwyz, noch nicht, weil die verstehen Deutsch. Ne? Was ist denn deine Essenz? Ja, meine Essenz ist in der Mysterienschule nicht da zu sein. Ne? Nichts zu sein. In der Mysterienschule nicht da zu sein. In der Begegnung der, das was jetzt kommt, ne? In der Begegnung der Druiden oder so, einfach nicht da zu sein. Und und wann ist das entstanden? Also entschuldige bitte, da geht mir der Hals gerade zu. Da ist etwas, was mich sehr, sehr berührt. Ja, du hast das formuliert, du hast da den Druiden genannt und auch dieses Nicht-Da-zu-Sein, ja,
Und wie gesagt, dann ging mir total der Hals zu. Und was, also nicht da zu sein, bedeutet einfach, der Dienst allumfassend zu sein und nicht einen Teil zu sehen, so das Ganze immer zu erlauben. Ne? Also nicht da zu sein, nicht im Sinne des, ja, jetzt könnt ihr helfen. Also was ich jetzt, ich ja, mache, also ich, was, woran mich das erinnert hat, ist das Wu-Wei. Das ist das höchste, das ist aus China, diese Weisheit schon aus China, dass die höchste Form des Regierens ist, nichts zu tun. Ja. Danke. Bevor ich es vergesse, ein Bild, wo das entstanden ist, weil es mir oft gekommen, das ist einfach in Delphi. Also ich bin dankbar an Delphi, die, also die Mysterienschule in Delphi, wo durch dieses Erschaffen, diesen stillen Raum, ist praktisch die Wissenschaft in Europa entstanden. Ne? Aus Delphi ist alles entstanden. Mathematik, Philosophie, Geographie, Demokratie, so dass alles, was unsere Kultur ausmacht, da entstanden ist. Und da bekomme ich jetzt nochmal, ich hatte das schon öfter, diese Dankbarkeit, aber ich werde das nochmal extra machen, dass das Wesen von Delphi, wie das Delphi entstanden ist, das ist einfach durch eine Abwesenheit. Ne? Ja. Also ich kannte mal, ich habe ja kurz vorhin angedeutet, dass ich mal in christlichen Kreisen unterwegs war und da war ein Pastor, der hat immer gesagt, er ist der Arsch von allen. Also er wollte damit sagen, also im Gegensatz zu manchen Leuten, die meinen, sie müssen vorne stehen und die anderen vollpredigen und alles wissen, dass eigentlich er seine Aufgabe darin gesehen hat, den anderen zu dienen. Also der, das hat Jesus, glaube ich, auch gesagt, er ist der Diener aller oder sowas. So, das, so verstehe ich das, wenn du das erzählst. Na, einfach, es geht einfach darum, wenn man verschwindet, dann ist man immens reich, weil jede Begegnung ist eine Bereicherung, ne? Weil kein Widerstand da ist, kein Diskutieren, da habe ich schon diese immense Training in alle Konferenzen, die ich dann gemacht habe, 270 Konferenzen, wo jeder was anderes gesagt hat, ne? Besonders wo die 12 Leute da waren und einer gesagt hat, es gibt die Seele und ja und so weiter. Und dann kam der gleich danach, die Seele ist eine Verarschung, die gibt es nicht und so weiter. Und da immer dabei zu bleiben, nicht zu sagen, sondern wirklich ganz dieser Aspekt, was diese Person gebracht hat, anzunehmen. Ne? Das ist ein interessanter Aspekt, unabhängig von. Ne? Und da bin ich, habe ich diese Training, diese jahrzehntelange Training, einfach durch die Interview mich nicht einzumischen. Ne? Und auch nicht zu denken, nicht zu wollen, nicht zu forcieren. Ne? Und das ist, also, das ist schon ein faulenzer Leben, weil ich muss nichts produzieren. Ne? Zwar, ich muss schon die Sachen zusammen. Aber du machst Raum für andere. Ja. Und ich bin derjenige, der nicht da ist, wird am meisten beschenkt, weil sieht alles als Geschenk. Aber manchmal sehe ich das eine, oh, das, was Regina gesagt hat, oh, das ist gut, das kann ich annehmen. Aber ich habe die Fähigkeit, wirklich alles anzunehmen und zu genießen. Und was gibt es für ein höheres Luxus, ne? Ja, eben, ist nicht eine Ego-Sache, sondern es ist einfach ein Überfluss. Haltung, ne? Ja. Ich habe versprochen, wie immer nur eine Stunde zu machen, damit jeder sich darauf einstellen kann. Und vielleicht jetzt ganz kurz, was wir heute gelernt haben. Ne? So, was ich heute gelernt habe, Jeet, dein Impuls, ich freue mich so über
das, was wir gemacht haben, über die Energien, die jetzt zusammengekommen sind, zufällig, ne? Ich wusste das nicht, wusste nur von Samin, weil wir das zusammen gedacht haben. Und was ich gelernt habe, ist, da gibt es Impulse und der Rest geschieht von selbst. Ne? Das mehr zu vertrauen. Mhm. Wenn ihr sagt, was ihr heute Abend gelernt habt, dann machen wir Schluss. Wenn ihr möchtet. Also was ich heute Abend gelernt habe, ist, wie mächtig wir sind, wenn wir auch in einer Gruppe oder auch in einer kleinen Gruppe zusammen sind und wie viel Vergnügen das bereitet und gleichzeitig wie wertvoll das ist. Ich danke euch. Danke, danke. Die vergnügliche Macht, das ist schön, ja. Ja, ich danke euch für die vielen Impulse, die weiter die Erinnerung öffnen und weitere Räume sich auftun können. Ich habe in der letzten Zeit sowieso schon das Gefühl, als ob mein Körper nur noch Raum ist. Ja? Und als ob das alles neu gestaltet wird, die ganzen inneren neuen Räume. Ja? Und jetzt habt ihr wieder einen Schlüssel dazu gegeben. Ja? Das ist wunderschön. Und ich kann mich in dem anderen, in jedem von euch kann ich mich erkennen. Das ist auch das Wundervolle dabei. Jeder hat Aspekte, die er so gesagt hat. Und da habe ich gedacht, das bist du eigentlich auch. Die auch so verschieden sind, ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, boah, irgendwo sind wir total eins. Nur Locken hast du noch nicht, ne? Die habe ich noch nicht. Vielleicht kommen die noch. Ein bisschen Dauerwelle. Dafür hast du keine blauen Augen, Jade. Schön. Dankeschön. Das ja, ist doch schön, dass wir ein paar Unterschiede haben. Also Emma, ich muss immer ein bisschen provozieren, weil dann gibt es ja ein Lachen und dann ist alles noch tiefer, ne? Karin? Ja, genau. Ja. Das Lachen öffnet noch viel weiter, ja. Ja, ich bin einfach besonders dankbar dafür, dass ich durch dich, Cheat, heute mal wieder gesehen habe, was es heißt, Raum zu geben. Okay. Ist der Weg des Faulenzer, ne? Der göttliche Weg. Das ist auch irgendwie eine Ego, würde ich sagen. Aber ja. Wenn man das ein bisschen gut dann macht. Okay, dann vielen Dank. Also bin echt erfüllt, glücklich. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn ihr andere Impulse habt, auch diese Furchtlosigkeit irgendwie, wenn ein Impuls kommt, das zu entwickeln, dann sehr gerne, ja? Okay. Danke. Ciao. Also, tschüss. Tschüss, danke. Ciao. Ciao. Ciao.